So, liebe Herr Teller und Herr Tellerinnen, jetzt geht es weiter mit der nächsten Methode. Wir müssen bei unserem Projekt das nächste Bauteil 3D-fähig machen. Und zwar, wenn wir wieder schauen, wo unser Stand war. Wir haben die Platten fast fertig. Es fehlt uns dieser Elektrolytkondensator, dieser Elko fehlt uns. Und diesen Elko möchte ich jetzt auch wieder entsprechend hochladen und so machen, dass er passt. Ich werde diesmal einen anderen Weg beschreiten. Ich mache nicht die Bibliothek jetzt auf, sondern ich gehe jetzt hin auf das Bauteil, welches kein 3D-Package hat. Rechte Maustasten und sage einfach nicht Add Custom, sondern Edit 3D-Package. Ich gehe direkt auf den Befehl Edit, der quasi im Hintergrund die Bibliothek aufmacht und gleichzeitig das Fenster in der Cloud aufmacht. Also, klack. Theoretisch müsste da auch hinterbei dann die Bibliothek bearbeitet werden. So, da sind wir schon im gleichen Fenster wie vorher und jetzt tue ich nicht Upload Step als erstes, sondern ich mache jetzt die zweite Methode, wie es auch geht. Ich sage Generate Model. Soll heißen, Autodesk gibt uns einige Standardbauformen vor. Ist cool. Ich kann da ein Tippgehäuse nehmen, ich kann das Elkos nehmen für SMD, ich kann halt jedes Gehäuse nehmen, was es gibt. Ich kann Stiftleisten nehmen für gerade oder gewinkelt. Und ich habe da einen Button für Radial Generic, also für runde Bauteile. Und der Elektrolytkondensator in meinem Fall ist ein rundes Bauteil. Und dieses runde Bauteil nehme ich jetzt auch her. Und jetzt war das Einzige, was ich wissen muss, diese Daten von dem Elko. Das ist die Höhe, das Maß A, der Durchmesser, das große D, der Durchmesser von die Anschlussdrähte und der Abstand, das eigentliche Raster muss. Wenn ich es nicht mehr weiß oder wenn ich mich nicht mehr auskenne, müssen wir quasi nochmal zurück und müssten nachschauen. Ich habe mir das gemerkt zuerst, das war ein E2511er. Das heißt, E2, ich habe 2 mm Rastermaß, das Maß war 2 mm. Dann schreibe ich das da auch her. 2 mm. Die Anschlussdrähte sind laut Hersteller 0,6, das finde ich im Datenblatt. Das habe ich vorher auch nachgeschaut. Der Durchmesser waren 5 mm. E2-5, das heißt 5 mm Durchmesser. Und die Höhe brauche ich nicht ändern, die waren 11 mm. Das heißt, ich habe hier das Bauteil einfach mit die Maße eingegeben. Dann wähle ich noch die Farbe. Ich möchte zum Beispiel heute einmal, ja, grün mag ich nicht. Naja, ist ja wurscht. Nehmen wir mal einen grünen Elko her. Ich wähle da die Farbe aus und da oben hätte ich noch die Wahl gehabt, ist das ein gepolter, also Elko, oder ist das ein nicht gepolter, könnte auch bipolar sein oder was auch immer. Ist das eine Spule oder was ist das? Also in dem Fall Polarized stimmt, Update Preview. Und dann sollte er jetzt mit diesem Generator das Bauteil erzeugen und platzieren. Ich muss dann nur kontrollieren, ob es stimmt. Und wir sehen schon, er hat einen grünen gemacht. Ja, ich gebe das Fenster weg, brauche ich nur da draufklicken. Da kann ich mir schon anschauen, der schaut schon ganz gut aus. Er steckt auch drinnen. Jetzt schaue ich mir noch an, ob die Achsen passen. Ich schiebe ihn einmal hoch. Wichtig ist zum Schauen, ob die Minusmarkierung stimmt. Minusmarkierung, Minus, super, passt. Dann setze ich ihn drauf und sage einfach jetzt, okay, das war's. Ich habe das Bauteil soeben selber erzeugt und gesetzt. Sage ich, okay, ich könnte hier irgendeine Notiz schreiben, brauche ich nicht. Und jetzt kommt ein wichtiges Fenster, das ist total wichtig. Wenn das Hackerl gesetzt wäre, würde er den Namen des 3D-Packages und den Footprint-Namen überschreiben. Dann heißt er nicht mehr E2511, sondern dann wird er benannt nach den sogenannten IPC-Parameter. Das ist zwar wahrscheinlich die Zukunft, aber derzeit noch sehr, sehr unpraktisch für uns. Darum bitte das Hackerl unbedingt weglassen. Kein Hackerl, okay? Der Elko wird jetzt in meine Bibliothek runtergeladen, sollte auch in diese integriert werden. Und sollte dann entsprechend funktionieren. So ganz bewusst sollte, weil in den letzten Versionen war das ein bisschen anders. Aber schauen wir mal, was passiert. Da sieht man jetzt den Namen, das war der IPC-Name, den man kurz gesehen hat, dieser lange. So, und jetzt schreibt er hin, 3D-Package successfully added. Das heißt, rein theoretisch habe ich es hinzugefügt zu dem
Bauteil jetzt. Und jetzt schauen wir, was passiert, wenn ich auf Fusion klinge. Er sagt, keine Synchronisierung notwendig. Ja, das möglicherweise nicht richtig ist. Schauen wir mal. Ja, pushen wir mal. Und jetzt sollte eigentlich das Ganze funktionieren. Ich gehe dabei wieder um. Ich muss mal schauen, ob es da schon Version 7 gibt vielleicht. Gibt schon. Mhm. Die ist aber noch nicht fertig. Das sieht man, weil es keine Voransicht gibt. Da wäre übrigens das Versionen vergleichen. Da könnte man mehrere Versionen quasi den Unterschied anschauen und schauen, was rauskommt. So, jetzt schaue ich, ob er es geschafft hat. Successfully pushed. Na, das klingt ja cool. Und jetzt sollte, wenn wir da wieder hergehen, sollten wir eigentlich jetzt die V7 in der Version haben, wo unser Elko drauf ist. Ich schaue mir das wieder kurz an, ob es passt. Bis er das gerechnet hat, kann ich dabei das Fenster schließen, das ist kein Problem. Und ja, das dauert ein bisschen, schaut es aus. Ah, ist schon erledigt. Und jetzt sollte hier mein Elko, der grüne Elko, erscheinen. Und sieh da, da ist er auch. Und man sieht, das ist das höchste Bauteil in der ganzen Schaltung. Das hätte man sich am Anfang vielleicht gar nicht so gedacht, dass dieser Elko da der größte quasi wird. Zum Überprüfen gehen wir zum Kontrollpanel und schauen uns mal die RCL-Bibliothek an. Die müsste natürlich auch aktualisiert sein. Ich mache es mal mit Doppelklick auf. Da ist die Bibliothek und jetzt ist die Frage, ob er da den E2511er wirklich aktualisiert hat, und da muss man meistens eine neue Version erzeugen. Das zeige ich auch noch schnell her. E2-511, das war der. Und da sehen wir, der ist noch nicht aktualisiert, aber es ist da so ein Kringel. Und da sagt er, du bitte mach das zum absolut neuesten Modell. Das Kringel muss ich halt anklicken. Und in dem Moment werden wir da auch die Sternl wieder sehen. Das heißt, er sagt mir zwar, ja, ich habe das aktualisiert, aber du musst jetzt die Bibliothek am neuesten Stand bringen, neue Version erzeugen. Dazu gehört es gespeichert. Und jetzt ist die Bibliothek übernommen. Das heißt, die Bibliothek hat sich sehr wohl geändert, aber ich musste sie manuell am Rechner runterladen. Das hätte ich nicht gleich machen müssen, aber beim nächsten Projekt brauche ich es wieder. Aus diesem Grund mache ich es halt gleich. Gut, das war jetzt soweit das. Und der dritte Schritt, der uns jetzt noch überbleibt, wird sein, dass wir diese Leuchtdiode einfach in die Höhe schieben und uns anschauen, wie man das wieder macht.